Ich rufe auf Top 33, Gesetz zur Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit. Das Gesetz kommt aus dem Vermittlungsausschuss zurück. Zur Berichterstattung über das Vermittlungsverfahren erteile ich das Wort Herrn Ministerpräsidenten Dr. Haseloff. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, das vorgestern im Vermittlungsausschuss geeinte Gesetz zur Förderung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in der Zivilgerichtsbarkeit und den Fachgerichtsbarkeiten bedarf nicht der Zustimmung des Bundesrates. Sein Ziel ist es, die Durchführung mündlicher Verhandlungen im Wege der Bild- und Tonübertragung in Zivilprozessen, aber auch in den Fachgerichtsbarkeiten der Verwaltungsarbeit, Sozial- und Finanzgerichte zu erleichtern. Zu dem Gesetz hatte der Bundesrat am 15. Dezember 2023 den Vermittlungsausschuss mit dem Ziel der grundlegenden Überarbeitung angerufen. Nach vorherigen intensiven und konstruktiven Gesprächen im politischen Raum kam es nun im Vermittlungsausschuss zu einer solchen umfassenden Überarbeitung. Angesichts der zu diesem Tagesordnungspunkt noch folgenden Reden möchte ich hier nur kurz auf vier Aspekte des Einigungsvorschlages eingehen. Der Bundesrat hatte sich dafür ausgesprochen, die Entscheidung über den Einsatz von Videokonferenztechnik in das pflichtgemäße, nicht begrenzte Ermessen des Gerichtes zu stellen. In dem Einigungsvorschlag wurden die Eignung des Falles sowie das Vorhandensein ausreichender Kapazitäten als Grundvoraussetzungen für die Gestattung oder Anordnung einer Bild- und Tonübertragung aufgenommen. Diese Voraussetzungen sind in den übrigen Prozessordnungen nachvollzogen worden. Bei der Streitfrage zur Pflicht des Gerichts zur Begründung der Ablehnung eines Antrags auf Videoverhandlung ist die Berücksichtigung des Einzelfalls gestrichen worden. Zudem ist die Ablehnung eines Antrags auf Teilnahme per Bild- und Tonübertragung durch das Gericht nur kurz zu begründen. Dieses Ergebnis wird zugleich in das Arbeits- und Sozialgerichtsgesetz übertragen. Die vollvirtuelle Verhandlung, die ursprünglich im Gesetz vorgesehen war, wurde gestrichen. Stattdessen findet sich im Einigungsvorschlag nur eine entsprechende Erprobungsklausel. Die für die Länder wichtige Forderung nach einem Hinausschieben des Inkraftsetzens des Gesetzes wurde nicht erfüllt. Um den Interessen der einzelnen Landesjustizverwaltung gerecht zu werden, wurde jedoch in den Einigungsvorschlag aufgenommen, dass eine Videoverhandlung nur gestattet oder angeordnet werden kann, soweit ausreichende Kapazitäten zur Verfügung stehen. Dies erfasst sowohl die personelle als auch technische Ausstattung der Gerichte mit Videokonferenztechnik. Abschließend erscheint mir der gefundene Kompromiss tragfähig zu sein. Er zeigt einmal mehr, dass die Länder auch bei Einspruchsgesetzen viel erreichen können, wenn sie engagiert, konstruktiv und vor allem einig auftreten. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Ministerpräsident Dr. Haseloff. Mir liegen Wortmeldungen vor. Ich gebe zunächst das Wort Frau Ministerin Gentges aus Baden-Württemberg. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geehrte Kolleginnen und Kollegen, auf der Justizministerkonferenz im Herbst 2021 haben sich die Justizministerinnen und Justizminister der Länder auf meinen Antrag hin dafür ausgesprochen, die rechtlichen Grundlagen für die gerichtlichen Videoverhandlungen zu verbessern. Wir haben in der Pandemie erlebt, wie sinnvoll dieses Instrument sein kann. Wir haben aber auch erkannt, dass die bisherigen verfahrensrechtlichen Regelungen für die geneigten Juristen unter Ihnen, § 128a ZPO, nicht genug Planungs- und Rechtssicherheit bieten. Wir haben uns deshalb vorgenommen, das zu ändern, und am Ende des Tages ist das jetzt auch gelungen. Die im Übrigen einstimmige Anrufung des Vermittlungsausschusses hat sich ausgezahlt. Die sachliche Kritik aller Länder und der Justizpraxis an dem Gesetzesbeschluss des Bundestages wurde aufgegriffen und umgesetzt. Ich persönlich bin mit dem erzielten Ergebnis sehr zufrieden. Immer dann, wenn ein Fall für eine Videoverhandlung geeignet ist und ausreichende Kapazitäten für die Durchführung von Videoverhandlungen vorhanden sind, kann das Gericht künftig anordnen, dass ein Gerichtstermin als Videoverhandlung durchgeführt wird. Bei einem entsprechenden Antrag soll es das in der zivil- und finanzgerichtlichen Verfahren auch tun. Die Ablehnung eines solchen Antrags
ist kurz zu begründen, eine gesonderte Beschwerde findet nicht statt. Eine Kostenpauschale für die Durchführung einer Videoverhandlung wird, weil anachronistisch, künftig nicht mehr erhoben. Für die Bereiche der Arbeits-, Sozial- und Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie im Familiengericht sind angemessene Sonderregelungen vorgesehen. Besonders hervorheben möchte ich zwei Regelungen, deren Weg ins Gesetz erfolgreich aufgehalten wurde. Die Koalitionsfraktionen im Bund hatten allen Bedenken der vereinten Justizpraxis zum Trotz vorgesehen, Verhandlungen auch voll virtuell durchzuführen, ohne dass sich auch nur ein Richter im Gericht aufhält und diese Verhandlungen dann zur Herstellung der Öffentlichkeit live zu streamen. Beides. Der Sofa-Richter und das Livestreaming sind vernünftigerweise vom Tisch und auf die Möglichkeit einer Erprobung beschränkt. Weil sich der im höchsten Maß hoheitliche Akt des Rechtsprechens im Namen des Volkes nicht mit dem heimischen Sofa oder der Terrasse, vielleicht sogar im Ausland, verträgt und weil ein Livestreaming von Gerichtsverhandlungen Zeugenaussagen in unterschiedlicher Weise beeinträchtigen und Verfahrensbeteiligte durch eine gar nicht wirksam ausschließbare Verbreitung von Bildern und Ton massiv beeinträchtigen kann. Das, worauf wir uns verständigt haben, ist nunmehr praxistauglich und ausgewogen und leistet einen wichtigen Beitrag zu einer zeitgemäßen und leistungsstarken Justiz. Gerade jetzt, wo es darauf ankommt, die Funktionsfähigkeit und die Stärke unseres Rechtsstaats unter Beweis zu stellen, verdient das Vermittlungsergebnis unsere Unterstützung. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Ministerin Gentges. Das Wort hat Frau Ministerin Weidinger aus Sachsen-Anhalt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, in einer Welt, die zunehmend auch von digitaler Kommunikation und Technologie geprägt ist, stehen die Zivil- und Fachgerichtsbarkeiten vor neuen Herausforderungen und Chancen. Auch sie müssen sich anpassen, um mit der Entwicklung der Technologien Schritt zu halten und allen Bürgerinnen und Bürgern den gleichen Zugang zum Recht gewährleisten. Digitale Werkzeuge und Prozesse sind entscheidend, um die Integrität des Rechtssystems zu wahren und gleichzeitig seine Effizienz zu steigern. Es ist ein Wesensbestandteil des Rechts, sich den gesellschaftlichen Entwicklungen stetig anzupassen. Das vorliegende Gesetz leistet hierzu einen unverzichtbaren Beitrag. Die Ausstattung von Gerichten mit Videokonferenztechnik ist ein unersetzlicher Bestandteil einer zeitgemäßen digitalen Infrastruktur. Die Transformation darf aber die besondere Bedeutung der mündlichen Verhandlung als Herzstück eines jeden Gerichtsprozesses nicht aus den Augen verlieren. Daher kommt ihrer Gestaltung im konkreten Fall eine herausragende Bedeutung zu, nicht nur im Hinblick auf die Außenwirkung der Gerichte, sondern gerade auch zur Erreichung des Ziels eines jeden Gerichtsverfahrens, nämlich der materiellen Wahrheitsfindung. Der im Vermittlungsausschuss gefundene Kompromiss schafft nun die Voraussetzungen, Videoverhandlungen und Videobeweisaufnahmen zu fördern und diese sowohl aus Sicht der Richterinnen und Richter als auch aus der Sicht der anderen Verfahrensbeteiligten attraktiv und praxistauglich zu gestalten, ohne dabei den Kern des richterlichen Selbstverständnisses zu berühren und die Verfahrensleitung des Vorsitzenden oder der Vorsitzenden unangemessen einzuschränken. § 128a der Zivilprozessordnung bildet zukünftig die Voraussetzung einer Videoverhandlung in einer klaren, nach Fallgruppen ausdifferenzierten Struktur ab. Neben der bisherigen Gestattung von Bild- und Tonaufnahmen tritt für das Gericht die Möglichkeit der Anordnung einer solchen. Grundvoraussetzung ist stets, dass sich der Fall für eine Videoverhandlung eignet und ausreichende Kapazitäten zur Durchführung einer Bild- und Tonübertragung bei dem Gericht vorhanden sind. Die Entscheidung hierüber liegt dabei allein im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts. Mit dem Antrag auf Gestattung der Bild- und Tonübertragung steht den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit offen zu wählen, ob sie in der mündlichen Verhandlung physisch erscheinen oder aber per Bild- und Tonübertragung zugeschaltet werden wollen. Die Gestattung soll in diesem Zusammenhang stets nur dem Antragsteller gegenüber gewährt werden. Damit kann jeder Verfahrensbeteiligte individuell
über die Gestaltung der Form der mündlichen Verhandlung entscheiden. Das zivilprozessuale Prinzip, dass der Rechtsstreit von den Parteien beherrscht wird, gilt an dieser Stelle damit fort. Der Kompromiss stellt sicher, dass kein Verfahrensbeteiligter gegen seinen Willen zur Teilnahme an einer Verhandlung per Bild- und Tonübertragung gezwungen werden kann, sondern stets die Möglichkeit hat, sich unter Nutzung der Einspruchsmöglichkeit gegen die gerichtliche Anordnung zu wehren und physisch im Gericht erscheinen zu dürfen. Im Rahmen der Verständigung haben wir den Anwendungsbereich der Bild- und Tonübertragung auf den Termin zur Verkündung eines Urteils ausgedehnt. In sämtlichen Verfahrensordnungen kann die Vorsitzende oder der Vorsitzende zukünftig den Verfahrensbeteiligten gestatten, an der Verkündung des Urteils per Bild- und Tonübertragung teilzunehmen. Hingegen bietet die digitale Transformation derzeit weder Raum für voll virtuelle Verhandlungen noch für das Streaming von Gerichtsverhandlungen. Die Gerichte müssen greif- und sichtbare Orte unseres Rechtsstaats bleiben. Daher halten wir mit dem gefundenen Kompromiss am Grundsatz der Saalöffentlichkeit fest. Das gesprochene Wort, das gesprochene Recht muss für die Bürgerinnen und Bürger schließlich nahbar bleiben. Solange wir technisch zudem nicht verhindern können, dass Verhandlungen abgefilmt, weiterverarbeitet oder veröffentlicht werden, besteht die Gefahr, dass Äußerungen der Verfahrensbeteiligten und des Gerichts im Internet für eine unbeschränkte Personenzahl und einen unbegrenzten Zeitraum verfälscht dargestellt werden und sich Verfahrensbeteiligte vor Gericht nicht mehr unbefangen verhalten. Um Neuerungen zu ermöglichen, können Bund und Länder aber voll virtuelle Verhandlungen im eigenen Zuständigkeitsbereich erproben und in einem öffentlich zugänglichen Raum im zuständigen Gericht übertragen. Insgesamt haben wir für die Videokonferenztechnik ein Ergebnis gefunden, das die Interessen der Gerichtsakteure in Einklang bringt, ohne dass hierfür ein Abrücken von unseren Grundprinzipien notwendig geworden ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Ministerin Weidinger. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wie vereinbart, wird die Abstimmung zu diesem Tagesordnungspunkt zurückgestellt. Der Punkt wird am Schluss der Sitzung erneut aufgerufen. Ich rufe auf Top 34, Änderung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes. Auch dieses Gesetz kommt aus dem Vermittlungsausschuss zurück. Und zur Berichterstattung erteile ich Herrn Staatsminister Dr. Flo.